Hallo ihr Lieben, ich bin mittlerweile in Phnom Penh. Das ist hier. Ich bin jetzt gerade mit dem Bus in mein Hotel angekommen und ja, es ist okay das Zimmer. Es riecht ein bisschen eigenartig, aber es kostet für 4 Nächte ist es jetzt um die Hälfte günstiger als das vorige, wo ich eben in Cap war. Und ja, es liegt sehr zentral, also ist es schon in Ordnung. Ich bin jetzt zwar im dritten Stock hier oben und es gibt keinen Lift und das war jetzt ziemlich anstrengend, das ganze Gepäck hier rauf zu schaffen. Aber ja, ist halt mal so, so bleibe ich wenigstens fit. Und jetzt möchte ich euch noch mal kurz was zeigen, und zwar das hier. Das habe ich mir eben auf einer, ja, wir haben mit dem Bus kurz Halt gemacht und dort habe ich mir eben das gekauft. Ich glaube, es ist in Bananenblatt eingewickelt. Ja, ich habe keine Ahnung, was da drinnen ist. Und ich habe schon so einen Hunger, weil ich noch nichts gegessen habe. Und ja, ich werde das jetzt mal aufmachen und mal schauen, was drinnen ist. Ich hoffe, dass irgendwas mit Reis oder so drinnen und nichts Ekelhaftes. Okay, wie mache ich das jetzt hier auf? Okay, es ist irgendwie was Matschiges. Alter, wie geht denn das auf? Es ist irgendwie so eine Art Sticky Rice, sieht man das? Irgendwie ganz was Klebriges. Aber ich glaube, das ist Reis mit irgendwas. Ach, das sieht jetzt irgendwie ein bisschen pervers aus, das Ganze. Das klebt total. Oh mein Gott. Ich probiere das jetzt mal. Ja, es ist Reis. Schmeckt eigentlich ganz geil. Bisschen so wie Milchreis. Kann man essen. Jetzt kommt noch kurz ein Update zwecks meinem Telefonieren, meinem Bankomatkartenproblem. Telefonieren geht jetzt wieder. Ich habe meinen Anbieter in Österreich eine Mail geschrieben und die hatten irgendwie so eine Sperre drin, dass man aus dem Ausland nur 60 Minuten telefonieren kann. Und die haben sie eben rausgegeben und das funktioniert jetzt Gott sei Dank wieder. Und Bankomatkarte muss ich jetzt dann noch probieren gehen. Ich hoffe, das klappt jetzt. Meine Bankberaterin hat sie jetzt nochmal freigeschaltet. Ich hoffe, das funktioniert jetzt, weil ich möchte nicht, dass sie mir jetzt eine neue Bankomatkarte schicken muss, weil das wäre jetzt irgendwie kacke. Aber ja, mal schauen. Nicht gleich den Teufel an die Wand malen. Und es ist aber noch was passiert. Und zwar, ja, meine Sonnenbrille ist im Arsch. Habe ich heute zerstört. Und zwar, ja, und jetzt gehe ich mir ein bisschen die Stadt ansehen, beziehungsweise was essen. Und ja, wir sehen uns dann einfach später. Ciao! Gerade bei dem Bad Phnom, beziehungsweise bei dem Garten oder dem Park, der rundherum ist. Und der ist richtig schön hier, der Park, also richtig sauber und ordentlich. Morgen Leute, wir haben jetzt schon den nächsten Tag und ja, die Sonnenbrille ist neu. Erst gerade vor einer halben Stunde gekauft, eine echte gefälschte Ray-Ban für 5 Dollar. Ja, heute werde ich mir ein bisschen Phnom Penh ansehen und ich nehme auch natürlich mit. Ja, und hier liegt natürlich wieder sehr viel Müll herum. Hier fließt übrigens ein Fluss, den ich jetzt einblenden werde, weil ich keine Ahnung habe, wie der heißt. Und dort hinten, hier kommt der Mekong und ja, das fusioniert sich dann quasi zu einem fetten Fluss und fließt als Mekong weiter. Ja, und der Mekong ist so lang und er gehört zu den 12 längsten Flüssen der Erde. Und er fließt, glaube ich, wenn ich mich jetzt noch richtig erinnere, er fließt durch 6 Länder. I can try if you let me.
thing. Who am I without stories that aren't mine? What I did to achieve you gave me air that I had to. I'm untrue, it's not pretty, the truth hurts. And you stayed on the ground while I was high. Yes, you. Gerade hier im Toll Slang S21 Gefängnissen, und das ist einfach ja, die schlimme Seite Kambodschas, die schlimme Seite von Kambodschas Geschichte in den 70er Jahren, wo eben Pol Pot mit seinen roten Khmer 3 Jahre lang die Herrschaft hier hatte und ja, die Leute gefoltert, getötet hat. Und ja, also ich bin jetzt gerade fertig eben mit dieser Tour beziehungsweise mit dem Audioguide, und ja, es war teilweise ziemlich verstörend, weil man einfach so viele Bilder gesehen hat von den ganzen Gefangenen hier, die hier ja gefoltert, getötet und alles. Ja, und man hat auch eben Gefängniszellen gesehen und alles. In den Gebäuden selber durfte man nicht filmen, aber das wäre auch ja, ein bisschen verstörend gewesen, wenn ich das alles gefilmt hätte. Es war auch überall ein Fotografierverbot, obwohl ein paar Leute mit dem Handy fotografiert haben, und sowas verstehe einfach überhaupt nicht, dass man das einfach nicht respektieren kann. Und jetzt mal im Ernst, willst du die Fotos irgendjemandem zeigen, wo da Bilder drauf sind von Menschen, die hier gefoltert und gestorben sind? Ich meine, das ist doch irgendwie völlig krank. Die hängst du dir doch nicht zu Hause irgendwo auf oder verschickst irgendwo und sagst, oh, ich war hier heute in so einem Gefängnis. Also das finde ich so respektlos, wenn das Leute machen. Und es ist auch wirklich so ruhig hier. Hier wurde kaum gesprochen. Alle haben eben den Audioguide gehorcht oder eben irgendeinen privaten Führer, den man auch engagieren kann. Es war so ruhig, so die Totenstille hier. Und ja, es ist einfach unglaublich, was hier so passiert ist. Die Tage werde ich mir eben dann noch die Killing Fields ansehen, wo eben diese Gefangene von hier dorthin gebracht wurden und getötet wurden und dann eben einfach in Massengräber verscharrt wurden. Und ja, es ist richtig, richtig schlimme Geschichte, was hier passiert ist. Einen wunderschönen Nachmittag, ihr Lieben. Ich bin jetzt gerade ja, an den Killing Fields angekommen, eben dort, wo die Gefangenen von S21 hingebracht wurden, getötet wurden und dann eben in Massengräber ja, verscharrt wurden. Ja, hier ist eben das Gleiche, irgendwie wird alles so eine bedrückende Stimmung und leise, keiner spricht irgendwie. Und ja, ich habe mir jetzt wieder so ein Audioguide geholt, weil der gibt ganz gute Informationen her, und ja, ich werde mir das jetzt mal ansehen. I don't know what you're thinking, but I know how you're feeling. I have crushed and burned someone before, and now I'm afraid of the person I'm pretending to be. But I'm more afraid to tell you I'm less than you see. And I know when I let go right now, I'm gonna turn you against me. 'Cause baby,